Ägypten hatte eigentlich stets zu den guten Freunden Amerikas gezählt. Aber in den letzten Jahren hatte Präsident Bush in dem Land des Öfteren lauthals Demokratie eingefordert. Das hat Staatschef Mubarak nicht sonderlich gefreut, die Oppositionellen umso mehr. Doch seitdem US-Truppen in den Irak einmarschierten, sehen viele Ägypter in dem amerikanischen Präsidenten eher einen Kriegstreiber, denn einen Friedens- und Demokratiestifter. Goline Atay. Ungewöhnlich lange steht das Flugzeug des US-Präsidenten, bevor der ägyptische Staatschef ihn empfängt. Knapp 3 Stunden reden die beiden miteinander über den Waffenschmuggel an Ägyptens Grenze zu Gaza, über eine Allianz gegen den Iran. Das Thema Demokratie steht nicht mehr so weit oben wie vor einigen Jahren. Es taucht irgendwo dazwischen auf. Von George Bush erwartet der Ägypter Wael Abbas gar nichts mehr. Waels einzige Freiheit ist das Internet. Hier hat der Journalist seine berüchtigten Foltervideos veröffentlicht, die zeigen, wie Polizisten Festgenommene misshandeln. Das Internet offenbart die hässlichen Seiten Ägyptens, wie Frauen auf offener Straße von Männern belästigt werden, wie Polizisten in Zivil auf regimekritische Demonstranten einschlagen. Solche Videos würde Wael gerne dem US-Präsidenten zeigen. Die USA behaupten immer, dass sie die Demokratie unterstützen. In Wahrheit unterstützen sie Ägypten, Saudi-Arabien, die diktatorischsten, die repressivsten Regime der Region. Und dann sagen sie, das seien freundliche Staaten auf dem Weg zur Demokratie. Für seinen Blog hat Wael Abbas in Washington einen renommierten Journalistenpreis bekommen. Heute ist der Journalist arbeitslos. Der Preis der Freiheit.